Freuen Sie sich darauf, wie die Fahrer das Beste aus Bakus langer, breiter Hauptgeraden rausholen. Und waren da gerade nur zwei Autos in der Startaufstellung? Oder habe ich das? Es ist soweit. Jetzt geht es los. Und die Uhr ist auch immer gleich. Es ist immer 15 Uhr. Auch in Bahrain in der Nacht ist 15 Uhr. Das Startsignal. Und los geht's mit dem Sprintrennen. Oh, da geht's um die Startaufstellung fürs Rennen. Am Sonntag. Also wir jetzt was sehen hier. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Eben wegen dem Fragezeichen wahrscheinlich, weil er nicht weiß, Willkommen ob das jetzt gut ist oder nicht. Mal sehen, wer sich eine gute Willkommen beim Qualifying. Schön. Wir haben ja echt noch das Training, aber passt schon. Wie bei einer normalen Qualifying-Session für ein Rennen kämpfen die Fahrer um ihre also Startplätze. Hast du T2 gerade übersprungen? Dieses Mal geht es Nein, um den bevorstehenden Sprint. Das Filmchen kommt einfach zu früh. Die große Frage ist, wie läuft es für ihn vor Beginn dieser Qualifying-Session? Eine hervorragende Leistung im Training mit einer soliden Rundenzeit. Der Fahrer ist sicher Mann, zuversichtlich, aus aber Zuversicht bedeutet gerade. Nicht unbedingt Erfolg in der F1. Fernando das Qualifying Checker. Startet in Kürze. Das werden Sie nicht verpassen wollen. Ja, so, danke. Dürfen wir jetzt bitte das Training weitermachen? Das ist der große Preis von Aserbaidschan. Q1? Das war verbuggt. Okay, kein Training für uns? Ach nein, ich weiß warum. Da sind doch die Sprintrennen jetzt drin. Die Sprintrennen sind doch jetzt drin im F1-Manager. Okay. Und Aserbaidschan war das erste Sprintwochenende von 6. Das heißt, wir haben hier noch ein Sprintrennen drin. Deswegen gibt es ein Training weniger? Ja, genau. Echt? Da gibt es nur 2 Trainings und dann hast du ein Qualifying am Freitag. Und ich hätte aber trotzdem gerne ein zweites Training gehabt. Da hast du halt nur das Samstagstraining. Ach, die haben ja, das habe ich jetzt total gesagt, die haben ja die Sprintrennen da jetzt eingebaut. Wie beim F1 ja auch. Da magst du Sprintrennen? Oh, shit. Also an sich finde ich die gar nicht mal so übel. Ich finde nur dieses, was ich da gemacht habe, den Qualifying-Modus zu ändern mit dem Sprint-Shootout. Mhm. Das finde ich ein bisschen lächerlich. Das ist ja dasselbe Stimmt, Quatsch ja. Wie... Der ist jetzt hier, glaube ich, nicht mit drin. Bin ich mir jetzt nicht sicher. F1 ist er nicht drin mit dem Sprint. Das finde ich dann halt... Oh, die Werte nehmen ab, weil das Fahrervertrauen nicht gut ist, weil man es nicht hochgefahren hat. Weil er nicht fahren hat dürfen wahrscheinlich. Nee, Wahrscheinlichkeit hoch. Oh nein! Da kracht es doch bestimmt. ja, ich fasse das mit dem Setup. Ja, das hätte ist ich, jetzt Dann hätte doof. Ich ihn nicht mehr rausschicken sollen, dann wäre es besser gewesen. Also, es ist halt blöd, er fährt halt länger und es ist schlechter, als wie wenn er kürzer fährt. Das denke ich nicht. Da hättest du doch schnell die Setup-Tool da reinziehen sollen. Beschissen. Also das Shootout finde ich halt doof bei dem Sprint. Das ist dasselbe Quatsch, wie die machen ja jetzt so, dass das Qualifying am Freitag ist für Sonntagsrennen und da machen sie ja nochmal extra, ich weiß nicht, ob das hier jetzt auch implementiert ist, das Sprint-Qualifying. Ich hätte das anders gelöst. Ich hätte gesagt, das Q1, Q2, Q3 für die Sprints, das ist okay. Ich würde sowieso das Qualifying ganz anders mittlerweile gestalten in der Formel 1. Ich fände, dass es hier wirklich angebracht wäre, wie es so mal in den 2000ern probiert wurde. Hat man ja auch gemacht wegen Schumacher unter anderem damals. Dieses Shootout, One-Shot-Qualifying, wie man es in F1 einstellen kann. Du hast eine In-Lap, eine Out-Lap und eine Gezeitete. Ja. Und wenn du da einen Fehler machst, dann bist du halt, wenn Verstappen mal ein bisschen verbremst, dann ist er halt mal nicht erst, dann ist er halt mal Zehnter. Mhm. Ja, aber dann wird es das mehr bringen wie das Q1, Q2. Das wäre dann für den Sprint ganz in Ordnung. Da kann man das Wobei, machen. Ich finde schon gut mit Q1, Q2, Q3, aber dann halt die, wirklich ein Outing für Q1, eins fürs Q2. Ja, man könnte auch, oder man kann es auch so machen, es gibt Eliminierung, aber du hast halt trotzdem nur eine Zeitrunde und du musst sitzen. Ja, das wäre nice. Ich glaube, das würde den
Grid spannender machen. Das würde auch so ein Verstappen vielleicht in Trouble bringen. Dann rutscht er halt mal weg und hat dann Pech gehabt. Aber das mit dem Sprint-Qualifying finde ich auch eine coole Idee. Weil dann ist zum Beispiel so ein Haas, die was jetzt immer eher so ein Reifenprobleme haben, hat halt dann wiederum einen Vorteil beim Sprint. Also ist wiederum ein bisschen ausgeglichener und spannender. Finde ich ganz cool. Also im letzten Jahr war ja das Qualifying am Freitag die Startaufstellung für den Sprint. Und die Qualifying-Reihe und die Reihenfolge fürs Rennen wurde ja in den Sprint ausgefahren. So ist das im F1 zum Beispiel noch implementiert. Ob es jetzt im F1-Manager mit dem Zusatzqualifying ist, werden wir jetzt dann sehen. Das haben sie ja dieses Jahr neu gemacht, noch kurzfristig. Hatte beides was. Also die Sprintrennen an sich sind eine gute Sache. Hat ja auch schon interessante Sache gebracht. Denk mal an den McLaren-Doppelsieg mit Ricciardo in Monza, der ja auch noch durch die Sprint-Ergebnis zustande kam. Hm. Und dadurch, dass der Max den Todesmove gemacht hat beim Lewis, wo er noch dazu sage. Die fahren nicht mehr raus, oder? 7. und 10. das passt gleich. Ja, da brauchen wir glaube nicht mehr. Ich glaube, ich habe keine Angst vor De Vries und vor Sargent und vor Bottas. Pass auf, überholen uns De Vries, Sargent und Bottas. Nee, aber wir überholen uns noch Hamilton und Leclerc und Verstappen. Elben hat noch sich dazu gedrängt. Norris kriegt eine Strafe. Yuki ist weg. Nee, ist Norris, weg, das ist glaube ich nur für, der ist, er hat, also in Danger quasi, könnte unterm Strich kommen. Nee, jetzt auch nicht mehr, weil die sind alle abgewogen. So, über Start und Ziel. Boah, 9 und 11. Nee, Startstrafe. Geh mal runter. Hat der Norris da was? Nee. Yuki Tsunoda hat eine Startstrafe. Steht leider nicht da, wie viel. Warum auch das immer. Das könnte auch besser sein. Da können wir mal gucken, wo der nachher steht. Die Events anschauen. Achso, gibt's kein Event. Okay. Eine Strafe gibt aber kein Event. Okay. Muss ich nicht verstehen. Ein bisschen mehr Daten. Ja, schau, jetzt aber haben wir immerhin ein Setup. Jetzt haben wir dann das Setup. 97 und 88. Immerhin konnten sie es im Qualifying noch erfahren. Gut zu wissen. Haben wir ja doch noch gerettet. Ich würde es jetzt lassen. Ich glaube, das Fahrervertrauen sieht jetzt auch schon besser aus. Okay, können wir eh nicht mehr verändern, oder? Oh, nee, können wir nicht mehr wegen Parc Fermé. Nur noch Frontflügel, okay. Ja, dann bringt es nichts. Ja. Aber es hat jetzt schon ein mittleres Vorfallswahrscheinlichkeit. Na, es ist doch schon besser. Stimmt. Es wird schon besser. Das Lee 11. Da wäre er nicht in Q3 gekommen. Ja. Qualifying starten, Q2 verwalten. Schauen wir mal kurz, ob es regnet. Ich glaube eher nicht. Sollen wir gleich wieder rausfahren? Ja, oder? Ja. Oder willst du warten? Na, es ist ja auf dem Stadtkurs wieder so eine andere Nummer. Dann kommen wir wieder in den Verkehr rein. Also kann jetzt ja, auch sein, da mit dem McLaren. Ja, aber ich traue unserem Auto mittlerweile schon zu, dass es schon einigermaßen gut ist, dass es da schon dauerhaft um die Q3 fahren kann. Oh fuck, da kommen gerade alle raus. Da ist ja der blöde Haas da vorne. Der blöde Haas. Die Schrottkarre, die kann ja eh nix. Ja, da so anschwärzen wäre doch cool, oder? Einfach zu sagen, hey, hat man keinen Platz gemacht. Strafe so für die dumme Sau. Funksprüche, die man auswählen kann, optional. Ja. Sowas wie, he's block me oder so irgendwas. He push me off the track. So Vettel Gedächtnissprüche. Oder leave me alone. Ja. So Kimi Gedächtnissprüche. Und wie hat er damals den Charles, den Whiting angekackt? Der Vettel, ja. Ja. Sag dem Charlie, er soll da hinschauen oder so. Ja. Der olle Sepp, du. Okay, von Ocon war es gut von Gasly. Naja. Ich glaube, der war da sehr im Verkehr. Glaubt, der muss nochmal. Soll er auf einen neuen Reifen? Wahrscheinlich sicherheitshalber, oder?
Ja. Sicherheitshalber. Wir wissen halt einfach nicht, wie viel Reifen zurückgegeben werden. Das ist halt... Ja, also Gasly muss nochmal raus. Der, oh je. Der sieht nicht gut aus. Bei Ocon könnte es reichen, aber ich würde mich da nicht festlegen. Wann geh mal raus? Jetzt wäre gerade nicht so viel los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von 15. Würde ich jetzt Gasly schicken, oder? Oder hast du ihm einen neuen Satz jetzt gegeben? Ja, hab beiden jetzt einen neuen Satz gegeben. Da kommt der De Vries oder irgendwer noch über Start und Ziel. Irgendein Alpha Tauri, der unwichtig ist. Oder fahren sie aber schon raus. Also ich würde es jetzt machen. Anne fährt in die Bock. Würdest du nicht erst den Gasly schicken? Okay. Schick mal Gasly und den Ocon. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier auf der 2D-Map auch dann gut aussieht. Da kommt der Carlos. Oh, shit. Ja, da kommen Norris und Alonso, ey. Aber Norris Hammer. Wie weit können wir noch den Fernando weglassen? Den hat ja schon ABBA besungen, den Fernando. Ja, das war jetzt schlecht für Ocon. Ist da schlecht rausgekommen. Vier, ja, aber für Gasly war es, glaube ich. Ich überlege gerade, ob ich ihn nochmal reinholen soll, aber es wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen für eine gezeitete Runde dann. Nee, das da ist schon rot. Bis der konfiguriert hat und alles. Mhm. Ja, mal schauen, dann wird der Gasly vielleicht den Ocon rausdrängen. Der De Vries überrascht mich, dass der da vorne mitfährt. Ja, stimmt. Alonso hat sich auch irgendwas eingefangen. Kriegt der eine Startstrafe? Nein, nein, das ist einfach das nur, der hat, da gibt es das Risiko, dass er, also er ist quasi der Letzte über dem Strich, deswegen wird das da gehighlightet. Reicht es für Pierre Gasly, den Fernando aus dem... Jetzt ist da der Vries da zum Beispiel im Risiko. Ah, okay. Ja, okay, ich glaube, der fliegt. Wir haben ja noch den Fernando. Con könnte auch, ja, also Gasly hat's gepackt. Verstappen wird sich da mal die schnellste sichern. Das ist ja die zweite Überraschung. Magnussen. Grüner Sektor. Geht gegen De Vries, geht gegen Alonso. Der De Vries hat glaube ich, nichts mehr, oder? Ist das nicht die Outlap hier, wenn das fehlt, das vordere? Ja, glaube ich. Dann fährt er gerade keine Zeit. Achso, okay, dann fährt er vielleicht doch mal später einer. Alonso, ja, der wird auf jeden Fall noch nach vorkommen. Magnussen glaube ich nicht mehr. Also Alonso könnte De Vries noch knacken. Magnussen ist durch, ja. Alonso safe. Alonso wird noch reinkommen. Mhm. Norris? Hoffentlich nicht. No. Alonso shit, war shit, shit. 7 und 10. Norris, bitte nicht. Okay. Norris hat es nicht geschafft. De Vries knapp gescheitert. Wenn jetzt der Elben uns da rausdrückt. Ja, die Frage, wie gut ist der Glück, Williams? Glück, passt, passt, passt. 19. Puh. Passt. Wieder auf unseren angestimmten Plätzen. Er hat echt die 5 beste Kraft. Aber tatsächlich dauerhaft in der Lage, Q3 irgendwie zu erreichen. Ja, auch wenn es knapp geworden ist mit De Vries. Der Tsunoda mit seiner Startstrafe, da müssen wir mal drauf achten, was der kriegt. Der Yuki, 0 wahrscheinlich. Die 0 Sekunden, die üblichen. Die finden wir geil. So, Qualifying starten. Session simulieren. Oh, 9 und 10.
Ja, wahrscheinlich wird man eh nichts falsch machen, wenn wir jetzt simulieren wahrscheinlich. Erst und zweiter. Da gleich raus. Wir müssten so Windschattenspiele machen, wie es mal Ferrari gemacht hat letztes Jahr in dem Qualifying. Ja, mit dem Rasen. Ich glaub, das ist hier. Den Windschattenspielen. Auf unserer schönen 2D-Map. Mappe die Map. So, wie gut ist Dresden waren? Ja, siehst, Doppel 1 und 2, jetzt Qualifying so Abbruch und dann haben wir die Pole. Ja. Rote Flagge, Qualify kann nicht mehr fortgesetzt werden und dann stehen wir auf dem Start. Das wäre cool gewesen. Wo ist die rote Flagge, wenn man sie mal braucht? Oder so, so ein Fernando-Move. Der Teamkollege schraubt sie die Wand und man selber wird Erster. Ach, das war der Nelson Piquet Kommando Crash-Move. Ja, draus fahren, jetzt ist die Strecke leer. Dann kommen wir aber genau in den Verkehr wahrscheinlich, wenn die schnellste Runde fahren, oder? Ach, du meinst, jetzt muss. Okay, drei fahren mal raus. Aber wir nehmen keine frischen Reifen, glaube ich. Das passt schon so. Weil 6. oder 7. wäre eh schon viel besser als. Als wir am Ende, glaube ich, werden können. Wir könnten jetzt den Weltmeister Windschatten von Max nehmen. Ja, das wäre cool. Da ist die Checkered Flag. Aber der ist zu weit weg. In seinem Red Bull. Red Bull. Ah ja, da wären wir schon wieder durchgereicht. Da Sainz wird auch noch vorbeikommen. Nein. Ocon überholt Gasly, da stellt man, ja gut, muss er ja, er hat ja ein bisschen besseres Auto, dann müssen wir das feststellen. Da ist der Carlos vorbei. Okay, dann Pole Position für Verstappen, Leclerc, dann Alonso, Stroll, Perez, Hamilton, Sainz, Russell, Ocon und Gasly. Aber immerhin wieder Q3, wieder in den Top 10, vielleicht das nächste Rennen in Folge mit Punkte. So, klarer Himmel. Na, ah, okay, T2. Dann ist es. Da gibt es eins noch am Samstag im Training. Okay, dann haben sie das nicht implementiert mit dem neuen System. Da ist es wie beim F1-Spiel auch. Das heißt dann, die Startaufstellung für das Sonntagsrennen wird dann in dem Sprint erfahren. Und das heißt, das Training ist einfach nur normales Training. Durch normales Training. Das heißt, ich könnte jetzt noch das Setup ändern. Klick mal drauf. Nein. Nee, das nicht mehr. Das nicht mehr, Park Famé. Was ist denn das für ein Scheiß? Das gilt wie das dritte freie Training am Samstag. Was ist denn. Da darfst du nichts mehr ändern. Wie behindert ist denn das? Ist das logisch, Michi? Macht das Sinn? Das ist halt reglementiert. Sinn macht es überhaupt nicht. Ich kann es auch in der Miete jetzt verpaddern. Eigentlich schon, weil es eh Latte ist. Und eh nichts zurückgegeben werden kann. Streckeneingewöhnung auf 0%? Wieso hat der jetzt auf einmal 0%, obwohl er schon das Qualifying gefahren ist? Der Gasly hat alles vergessen. Der hat Alzheimer. Der hat schon vergessen, dass er gerade gefahren ist fürs Qualifying. Was? Qualifying ist aber vergessen. Was? Qualifying ist gerne nix, diese Auto. Das ist jetzt aber fix ein Training, oder? Das ist ein Training, aber ist halt. Ist jetzt nicht das Sprint-Qualifying, was einfach nur falsch benannt ist. Nein, das ist jetzt noch drin. Das ist hier nicht drin. Dieses Sprint-Qualifying ist hier nicht drin. Okay, dann ist nur der Sprint drinnen. Genau, und da wird wahrscheinlich dann die Startaufstellung für das Rennen bestimmt werden, für das Sonntag. So wie es letztes Jahr war mit dem Modus. F1 ist genauso drin. Finde ich doof, aber das ist halt erst kurz vor dem Rennwochenende haben sie es ja erst umgeändert. Da kam das halt in kein Spiel mehr rein. Das kommt dann 24 als Neuerung. Ist ja spannend.
Aber dir geht's gerade wie mir. Du hast auch Bedenken, das zu simulieren, weil sie dir das Setup da irgendwas reinballern könnten. Ja, das traue ich dem Spiel auch zu. War ja beim Vorgänger, haben sie es ja gemacht. Ehrlich gesagt habe ich gerade voll vergessen, dass man auch simulieren kann. Ja, lassen wir das. Man kann ja auch nur 16-fach vorspulen. Vielleicht kann man ja als Neuerung im 24 auch mal 32-fach spulen. Oder vielleicht auch mal bis zum Ende simulieren. Schnellsimulation. Mut ihnen nicht zu viel zu. Man kann wenigstens speichern im Rennen. Das ist ja schon mal super. Ja, geil. Haben sie ja das schon mal. Haben sie gemacht. Ja, ich will das Spiel ja nicht runtermachen. Ist ja schon gut. Man merkt halt, es ist immer noch erst der zweite Teil der Reihe. Also da gibt es noch Luft nach oben, wenn man die richtigen Sachen einbaut. Ich weiß nicht, ob sich dieses Boxenstopp-Training wirklich durchsetzen kann. Wenn noch mehr deiner Meinung sind, dann weiß ich nicht, ob das nicht wieder rausfliegt. Aber hat nicht Joker mal Grüße an die Konfi an der Stelle? Hat nicht Joker mal gemeint bei den Planet Zoo und den ganzen Spielen? Management war nie so Frontierstärke, die waren eher so auf das Bauen und das. Aber ja, an sich, das Spiel ist schon gut. Also gerade vom Micromanagement her ist es dann schon anspruchsvoll. Aber ich weiß noch nicht, ob es an den Vorgängerrad reicht, so für mich, weil ich fand den Vorgänger echt gut. Da war ich echt ein großer Fan. Also für den Valvo reicht es. Auch mit den Regen zum Beispiel, weil da konnte man einfach die KI super austricksen. Das hat einfach Spaß gemacht. Wenn die KI jetzt cleverer im Regen agiert, dann finde ich das nicht so toll. Soll aber realistischer sein. Ja. Das war ja bei Grand Prix World noch geil, wenn du einen Fahrer hattest mit voller Fähigkeit, Punkte, wie bei meinem Beißler Edition damals mit dem Beißler, und der ist im Regen einfach mal weggezogen und die KI ist einfach zu spät in Box gegangen oder gar nicht oder so. Das war auch geil. Überrundet. Ja. Das war auch cool. Grand Prix World, auch so ein schönes Spiel. Und wird immer noch geupdatet. Ich habe jetzt eine 2023er Mod gefunden. Nice. Auf der Webseite. Mal runtergeladen. Funktion. Die soll auch, glaube ich, jetzt auf Windows 11 gehen. Man muss aber, glaube ich, irgendwas umändern. Ah ne, man muss das Intro gleich wegklicken, weil wenn du das Intro laufen lässt, dann schmeißt er dich wieder raus. Du musst das Intro gleich wegklicken, dann kommst du ins Spiel rein. Okay. Sonst geht's dir auf Windows 10 richtig. Bei Windows 11 muss man irgendeine Datei rauslöschen, dann wird's dort auch starten. Muss ich mal auf meinem Laptop testen. Da habe ich ja einen Windows 11 Laptop, da kann ich es nochmal testen drauf. Oh, super toll, ist schon Max wieder vorne. Schuki kriegt eine Strafe, aber wir wissen nicht, wie viel. Null Plätze nach hinten, was? Aber immerhin, die Fahrervorbereitung, sie steigt, das Risiko für Vorfälle sinkt. Ja, das ist doch mal schön. Da sinkt nicht nur das Niveau oder der Musikantenstar, sondern auch die Vorfallsrate sinkt. Die Fahrer werden gleich einen Sprint hinlegen. Das ist der erste Sprint der Saison, was die Fahrer eine besondere Herausforderung stellt. Aber wie immer bedeutet das, leuchtet er dem noch ins Gesicht? Ich habe auch gerade geschaut. Er leuchtet sich ins Gesicht. Und ohne obligatorische Boxenstopps. Es war doch dein geiles Intro damals mit den Handlampen, die sich angelegt haben. Aber es leuchtet nur noch in die eine Richtung. Okay. Ja, Sprint. Ist das jetzt fix oder haben wir jetzt dann doch noch Training 3? Nee, das ist fix. Und das geht, glaube ich, auch nur ein Drittel der Renndistanz irgendwie. Was war das da? 17 Runden oder was habe ich gesehen?
17 Runden. Mhm. 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 Ja, das ist, glaube ich, ein Drittel von so einem Rennen. Okay. Ich glaube, beim Sprint braucht man keine Boxenstrategie. Ja, gut, ja. Mal halt überlegen, auf welchen Reifen. Reifenmischung. Ich hoffe, reicht auch keine 17 Runden, oder? Naja, 46. Aber das ja, ist, aber wie viel, ich glaub, nicht. Wie viel muss man da abziehen? Nach 40% ist der Reifen schon wieder für den Müll. Die Intermediates, jetzt, wenn es jetzt regnet, haben wir keine Intermediates jetzt mehr. Vor allem hätten wir ja dann keinen. Oh, wir können gar keine harten aufsetzen übrigens, ist auch interessant. Ist einfach zurückgeschickt worden, unbenutzt. Aber heißt jetzt das. Also, haben wir dann noch einen fürs Rennen noch zur Verfügung? Einen neuen Soften dann oder nicht? Ja, normalerweise ist das, glaube ich, dann noch jetzt. Einer dazu? Ich glaube nicht, das ist jetzt, glaube ich, für Sprint und Hauptrennen, behaupte ich jetzt mal. Mhm. Weil sonst wäre einer, ein Medium bekommen wir, glaube ich, noch dazu und ein Harten ist noch gesperrt. Also der empfiehlt uns Medium. Aber Soft wird auch gehen. Sonst sollen wir einen auf Medium und einen auf Soft schicken? Es gibt im Sprint nur für die ersten 8 Punkte. Wenn es ein Safety Car gibt, dann wird man ja eh wieder ein bisschen weniger Runden fahren. Dann wird sich der Soft ausgehen. Ach, ich würde tatsächlich splitten. Hm. Was haben wir denn schon zu verlieren? Das ist die richtige Einstellung, Michi. Ja, natürlich. Gasly muss aufholen. Der kriegt erst ab Platz 8 Punkte. Kann nur das Punktesystem des Sprints gerade nicht auswendig sagen. Ich glaube, das ist so wie das alte Formel 1 System. Okay, dann machen wir so, oder? Machen wir den Ocon. Vorne, der kriegt die Soften. Der hat auch das bessere Auto. Da kann er mal zeigen, wie gut die Neuentwicklungen sind. Vorfallswahrscheinlichkeit niedrig. Genau. Sehr gut. Ab geht's. Spritrennen, Leute. 100 Meter Sprint. Absolvieren die Fahrer 17 Runden auf dem Baku City Circuit. Freuen Sie sich darauf, wie die Fahrer das Beste aus Bakus langer, breiter Hauptgeraden rausholen, der besten Chance zum Überholen. Und waren da gerade nur zwei Autos Ergebnis. In der Startaufstellung, oder habe ich das? Ja. Es ist soweit. Jetzt geht es und los. Die Uhr ist auch immer gleich. Es ist immer 15 Uhr. Auch in jetzt Bahrain in der Zeit Nacht ist 15 Uhr. Habe ich gesehen schon. Auch geil. Nicht schlecht. Das Startsignal. Und los geht's mit dem Sprintrennen. Ich glaube, da mache ich dann übrigens 3 Parts draus, weil der ist schon mega lang. Ja, das wird sich empfehlen. Oh, da geht's um die Startaufstellung fürs Rennen am Sonntag. Also wir jetzt was sehen hier. Boah, das sieht übel aus. Ja, die so richtig so rund sind manche herum. Animationen noch nicht. Nee. Kein Startunfall. Verrückt. Ah, ich habe übrigens vergessen, Crashes voll zu ballern, aber ist beim Soften eh blöd, wenn der voll ballert, glaube ich. Ich glaube, passt irgendwie gerade. Aktuell haben wir keine Punkte. Sollen wir für die Reifentemperatur ein bisschen? Ja, für die Reifentemperatur ein bisschen, ja. Einsetzen, Zweikampfhilfe, das können wir ja machen. Wie ist neutral, da macht er das selber, oder? Ja, da macht das gar nicht quasi. Da setzt das nicht ein. Okay. Hat er beim 22er auch besser gemacht, glaube ich, oder? Ich fand eher, ist immer schon kacke. Ja, ich tue das immer mit EAS-Hilfe im F1 mache. Das interessiert mich nicht, den Quatsch da. Ja. Ich will nur fahren, das reicht. Gelb. 0,0 gelb. Bei Hülkenberg. Sieht aus. Ist er da in die Wand gerauscht? Sieht intakt aus. Oder ist der zu? War der zu nah an der Wand? Fuck.
Dicksch. Da vorne wäre es doch toll, wenn da was passiert. Max Verstappen einen Fehler macht. Es gab einen Unfall auf der Strecke. Doch, ja. Mit Hülkenberg war doch er. Ja, Das finde ich doof, dass wir das herausfinden müssen immer. Und tschüss, Nico. Sorry about that, guys. Ist aber auch doof, dass einem das so spät. Ich fand, es war beim anderen Teil, ist es sofort fast zu früh angezeigt worden. Ja, und gut, hier, jetzt habe ich auf Pause gestellt. Also, vielleicht wäre es dann eh anders angezeigt worden, aber manchmal wird es halt nicht angezeigt, also. Also ja. Willkürlich. Ja. Zeigt doch alles oder gar nichts. Oder ein Porno. Aber sonst. Was war denn das gerade? Da sind auf jeden Fall ein paar seltsame Unebenheiten in der Strecke, wo die so lustig drüber springen. Ja, es ist ein Stadtkurs, also der ist uneben. Ja, aber das kann man doch anders animieren. Hm. Obwohl ich sagen muss, diese Strecke Aserbaidschan fahre ich irgendwie dann eher lieber als Monaco. Da ja, Kenny mag die auch sehr gern. Weil da kommt man wenigstens halbwegs rum. In Monaco gibt es ja die eine Stelle, wo ich nie rumkomme. Da ist so ein Hubel auf Start und Ziel und jeder Hub. Genauso wie die 15 da immer noch hingequetscht. Da hier auch, siehst du das? Ja, ich hab's gesehen. Das sieht. Sag ja, die Engine ist noch nicht ganz so rein. Vielleicht wird's ja im nächsten Teil noch ein bisschen flüssiger. So, jetzt kommt Baller doch den Rassel da weg. Das ist der letzte Punkt. Das ist der letzte Punkt und es wäre Startplatz. Also aktuell wäre es nur 9 und 11 fürs Rennen. Fürs Sonntagsrennen, fürs Hauptrennen. Was ist da los, Gasly? Valvo, wie stehst du zu den Sprintrennen? Überholaggressivität hoch. Findest du diese Sprintrennen eine gute Idee? Doch. Und Tempo. Ja. Ja, machen wir Spaß. Sind cool. Da passiert was. Da ist schön Action. Fight war gut. Gutes System. Sollten die das eigentlich jedes Wochenende machen, findest du? Oder ich glaube, das passt so. So ist das ganz okay, wenn das so 6, was Mal Spezielles ist. Oh. Jetzt geh vorbei! Knalle! Oh, du scheiß Mercedes! Drück ihn in die Wand! Gib Gas! Also ich hätte ihn jetzt in die Wand gedrückt. Das gut, wissen wir doch, Michi. Das wissen wir ja. Hab ja auch schon mal, hab ich schon erzählt, dass ich mal ein Safety Car in F1 ausgelöst habe, weil ich den Max in die Wand gedrückt habe. Einmal nur? Im Karrieremodus, er wollte mich überholen und dann hab ihn reingetan, dann hat er sich gedreht. Dann kam Safety Car aus, konnte ich Reifen wechseln. Der Max ist dann halt ganz zurückgefallen. War übrigens auch im Sprintrennen. Da muss da vom letzten Platz starten. Da muss da gehen. Der Gasly hat den De Vries überholt. Endlich. Also aktuell hätten wir einen Punkt aus dem Sprint mitgenommen. Für den Ocon. Mhm. Immerhin würde die Serie von Punkte Rennen halten. Aber nein, da kommt der Benz wieder. Nein. Der Benz. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Dranbleiben, dran. Oh, was? Da fahren sogar welche mit dem Hart? Was? Stroll mit Hart? Was soll der Scheiß? Wir dürfen nicht mit dem Hart fahren, aber Stroll schon? Hä? Ja, unser Hart ist gesperrt fürs Rennen. Und der von Scheint Stroll also nicht? Oh! Alter Esteban! So hat er doch damals einen Max runtergeschossen, mal einen Sieg gekostet da in Brasilien vor vielen Jahren. Das sieht doch echt teilweise übel aus. Ja komm, aber jetzt den Stroll muss doch kriegen mit seinen scheiß harten Reifen. Naja, du weißt, ab 40% mag der Reife ja auch nicht mal so richtig mit. Mach Druck! Druck! Wie auf der Toilette, Druck! Da kommt doch schon wieder der Rassel. Da rasselt's doch gleich im Karton. Ja, der Hubel sieht echt dumm aus. Der ist ja nicht mal ein R-Factor 2 in der Mod-Version so blöd animiert. Sieht geil aus, oder? Und
Oder bei F1 Challenge VB, da bin ich die Strecke auch schon mit 83er Mod gefahren. Da sah es auch nicht so doof aus. Gibt es auch ein Video, glaube ich, noch davon. Vom letzten Jahr irgendwann. Sieht echt komisch aus. Der Hubbel. Ja, der Gasly, der kommt nicht näher. Man muss da die ganze Zeit mit dem Tsunoda fighten. Da ist wieder der eine Hubbel. Da kommt gleich der nächste Hubbel. Ja, die Bodenwellen sehen ja echt doof aus. Und jetzt hup. Aber. Wo war's da? Aber er hat beim Hubbel überholt und jetzt wird der Stroll gleich von zwei geschnappt, denn auch der George war das nicht da, wo er den Verstappen gefightet hat, wo er den da zur Sau gemacht hat? War das nicht dieses Jahr? Russell gegen Verstappen, wo ihn da im Parc Fermé so blöd angedingst hat. Wo er gesagt hat, ja, wieso fährst du mir da in die Karre? Man muss immer Abstand halten. Und ich dachte, ja, Verstappen halt zum Maul. Ja, Max hat früher genauso rumgefahren. Ich finde es ja cool, dass er so fährt, aber. Ja, aber manchmal. Er soll sich da nicht aufregen. Ja, da darf sich nicht aufregen, weil er früher genauso gefahren ist. Mir macht dieser Mercedes Sorgen, dass wir den nicht wegkriegen. Wir haben noch 10 Runden zu absolvieren und wir haben noch 83%. Wir wissen nicht, wie lange der Reifen das hält. Aber P7 wären schon mal 2 Punkte im Sprint. Gasly, glaube ich, das wird nichts werden, glaube ich, groß. Der verliert sogar noch Zeit. Vielleicht hätten wir beide auf Soft. Obwohl, ich weiß nicht, wie viel das ein Auto vom Ocon, wie viel besser das jetzt wirklich das ausmacht, weil der Gasly hat ja noch die alten Teile. Ja, das auf deiner Seite und ob halt die Reifen bis zum Ende dann gut durchhalten beim Ocon. Kraftstoff muss ich auch immer so ein bisschen gucken. Und bei EAS, ich weiß nicht, ich traue mich da gar nicht großartig zu sparen, weil die müssten ja eigentlich noch irgendwie reinkommen da in das Fenster. Oh, das sieht so übel aus, als würde es da jeden Moment krachen. Jetzt kommt der Hubbel wieder. Apropos Sprit, ich glaube, das haben sie zum Beispiel auch schon verbessert. Erinnerst du dich noch am Anfang vom F1 Manager 22? Diese Sprit und manchmal, wenn man gepusht hat, hat er plötzlich wieder plus 5 Liter gehabt, dann wieder minus 1. Aber ich glaube, das haben sie auch am Ende beim 22er, glaube ich, zum Schluss auch noch gepatcht, das Ding. Was ja am Anfang übel war und das haben sie, glaube ich, beim 22er schon zum Schluss etwas in Griff. Und hier haben sie es, glaube ich, komplett in Griff bekommen. Das kann ich mich auch noch erinnern mit dem Sprit. Da hat man gepusht und plötzlich hat er wieder 5 Liter plus. Und da denkst du, was? Wenn er pusht, hat er plötzlich mehr? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, jetzt gerade, weil du Sprit gesagt hast, ist mir das jetzt gerade eingefallen, dass man das ja erwähnen kann. Ah, der Russell sitzt im Genick. Den Hamilton, den kriegen wir, glaube ich, nicht mal in Ole Lewis. Aber es wäre mir recht, wenn wir vom Russell nicht einkassiert werden. Die Reifen sind alle auf einem Level, kann man sagen. Ja, fürs Perez hat auch weniger Prozent als wir, aber den überholen wir nicht mehr. Den Checo Perez. Schau mal so auf die Reifentemperatur so ein bisschen. Ich glaube nicht so schlecht, wenn die im roten Bereich ist oder gerade so am Weg zum roten. Was 110 ist jetzt schon wieder rot, aber dann ist wieder 113 gut. Also so richtig ist mir das noch nicht einleuchtend. Aber wir können gut. Oh, wir holen uns auf dem Hamilton auf. Meintest du nicht, den Lewis kriegen wir nicht mehr? Hm? Vielleicht hat er einen Fehler gemacht gerade. Kann das sein? Ich habe jetzt nämlich nicht drauf geachtet. Ja gut, es war jetzt auch in der 2D-Map, ist das ja auch schwer zu sehen, ob der einen Fehler gemacht hat. Aber ja, wir halten uns gut, wollte ich sagen, zwischen beide Mercedes, wollte ich gerade sagen. Ja, jetzt wir können gerade kein DRS. Nee, aber Russell auch nicht wirklich. Der hat die ganze Zeit DRS, der Russell. Aber er kommt nicht an und das ist ja gut für uns, denn wir nehmen wieder Punkte mit, wenn es so bleibt. Da muss ich hier noch ein bisschen Gas geben. Ja, jetzt sind wir wieder im DRS drinnen. Oh, VST. Gasly fährt noch.
Ah, das glaubt, das wird bei dem Sprint keinen Sinn machen, oder? Wenn es jetzt der Verstappen reingelötet hätte, hätte ich lachen, aber... Ja, leider nur irgendein war... Trottel da hinten. Nico, er sieht aber nicht sehr fahrtauglich aus. Ich sag doch, da hätten sie auch Mick Schumacher drin lassen können. Alter, ey. Muss man beim VSC das Tempo reduzieren? Ich glaube, das machen die automatisch, so wie ich das sehe. Wahrscheinlich. Der Hülsenhügler, der ist ja echt... Oh Mann. Wir können uns das jetzt da hätten wir auch Mick Schumacher drin lassen können. Das wäre auch nicht schlechter ausgesehen. Und was hat er jetzt? Ballert er noch weg? Alter! Also bravo, Nico. Mick hätte das nicht besser hinbekommen. Da weiß ich noch die Hamilton-Aktion, wie er da mal einfach in der ersten Kurve weitergefahren ist. Alle bremsen, der fährt geradeaus in diese Bucht. Ach ja, vor 2 Jahren bei dem Restart, ja, wo er sich so verbremst, wo der Perez dann das Rennen gewonnen hat hinterher. Ja, das war geil. Da, wo der Verstappen im Reifenschaden rausgekachelt ist. DRS deaktiviert, das ist gut. Russell kriegt schon mal kein DRS, also schlecht für uns. Schlecht für uns, nicht. Aber gut auch für uns, weil Russell kann uns da nicht mehr folgen. Aber ich glaube, wir hätten noch eine Chance. Wenn wir wüssten, wie viele Runden. Ne? 3 Runden. Ich traue mich halt jetzt nicht noch den Kraftstoff weiter zu sparen, weil sonst verlieren wir dann wieder. Ich weiß nicht, wie genau das ist mit dem Abstand. Weil offenbar schaut der Russell ist jetzt, obwohl man den Abstand halten soll, aus dem DRS draußen. Das ist doch gut. Ja, aber wir wären drin. Ja, aber ich check's halt nicht so ganz. Warum? Weil die sollten doch denselben Abstand halten, oder? Ja, vielleicht checke die selber nicht. Aber ich finde auch VSC ganz schlimm. Weiß nicht, wer sich das überlegt hat. Das haben sie wegen Jules Bianchi damals gemacht. Aber die ist da oben 3 verbleibende Runden. Jetzt ist wieder auf Englisch geschrieben, da hätte es reingepasst. So, jetzt, also den Lewis kriegen wir doch noch. Wird es doch DRS aktiviert werden irgendwie, hätten wir eine Chance. Aber wir dürfen nicht überholen, oder, im VSC? Ist noch VSC, okay, ist scheiße. Ist zumindest noch gelb umrandet. Ja, sehe ich auch gerade, ja. Mensch, mache das Auto vom Nico weg. Bis der Hülsenhügel da abgeschleppt wird. Michael, das ist not so right. Has Toto say. Aber wir wären dran. Oder ist es einfach verbuggt? Ist das Rennen wieder freigegeben? Naja, ja, gut, da oben steht auch schon jetzt seit über einer Runde. Okay. 3 Runden verbleibend und es geht auch nicht mehr weg. Ich glaube, das hängt. Was ist denn das alles für ein Scheiß? Schön den Lewis Bild füllt. Lieblos hingerotzt. Naja, manche Bugs sind ja irgendwie auch doof lustig, aber. Fokus auf Tempo. Jetzt hier Fokus auf Tempo. Überholen! Ausgeht! Weggehen! Also wir wollen überholen einfach, nicht ficken. Au, oh, See beendet, Green Flag. Und jetzt holst du den Lewis, Esteban. Jetzt geht auch das Ding wieder weg, siehst du? Ja, da ist er daneben. Ja, hol dir den Lewis, hol ihn dir, kriegst ihn. Oh, der Lewis, der wehrt sich, aber wir haben ihn, den Lewis. Ich habe gedacht, wir kriegen ihn nicht. Oh, der hat DRS aufgemacht. Das war doch gar nicht freigegeben, oder? Ach, interessiert doch eh keinen. Interessiert doch eh keinen. Kann man eh nicht anschmerzen. Aber hey, hätte ich nicht gedacht, dass wir beide Mercedes... die sind unser Konkurrent. Ist das wichtig? Mhm. Die holen auch... Ja, die holen, glaube ich, 3 Punkte. Noch, jetzt kommt er nochmal ran. Jetzt werde ich sagen, immer verteidigen... Hat doch beim Gasly, glaube ich, gut funktioniert. In verteidigen. Melbourne. Und da angreifen. Power.
Reifen die Reifen burnen. Ruhig verballern. Lewis, not mehr vorbeilassen. X genau, Akt lieben. Last Lap. Ach, die Einblendung hat mich irritiert. Die Last Lap-Einblendung hat mich irritiert, wo ich gedacht habe, Verstappen hat das Rennen da gewonnen gehabt. Das ist auch neu, die war vorher auch so nicht drin. Das passt jetzt auch wieder. Letzte Runde passt von der Größe oder oben rein. Aber 15 no verbleibende shit. Runden hat nicht. Dräng ihn rüber! Schieß ihn ab! Die Dummsau. Oh, das Russell. Da geht hart zu Werke. Jetzt die ist wieder der Lewis. Die ficken sich noch raus und der Gasly holt die Punkte. Da bekäme er auch nur einen. Oh, jetzt ist der Hamilton weg. Jetzt kommt der Russell nochmal ran. Boah, das wird doch mal eng. Max Verstappen geht als Erster eng. Über die Linie. Verstappen gewinnt, aber wir holen. Oh, der zuckelt aber auch wie bei dem Multiplayer, wo die Pings hoch sind. Aber 7 haben wir immerhin 2 Punkte mitgenommen. Schade, dass der Lewis uns noch abgehauen ist am Ende. Das heißt, wir sind auch mit Ocon dann auf Startplatz 7 in dem Hauptrennen. Immerhin. Zwischen beiden Mercedes. Aber Gasly war ein bisschen enttäuscht, da hinter dem Stroll so weit zurück. In seinem harten. Ob das wirklich und nur das Auto ausmacht? Weil ich glaube, die ganzen guten Teile hat der Ocon ja gekriegt. Ja. Den er taktisch aufbauen kann und sicher ein gutes Ergebnis für jetzt. Oder war das wegen, weil der halt die ganze Zeit im Zweikampf war mit den Alpha Tauri Dudes? Erst mit De Vries, dann mit Yuki. Haben beide eine Strafe übrigens. Charles Leclerc auch? Hä? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, auf welchem Platz er eingefahren ist. Oder ist die Strafe fürs Rennen? Das ist, kann ich dir gar nicht sagen. Das habe ich beim 22er schon nicht verstanden. Der war dann stand da Strafe, dann ist da nichts gewesen. Ist wieder seine 0-Sekunden-Strafe. Die Teams treffen unten in der Boxengasse die letzten Vorbereitungen für das heutige Schade, ich dachte, das haben wir Training 3. Baku war schon Schauplatz einiger großer Kämpfe. Ich dachte nochmal Qualifying. Vettel und Hamilton um die Führung im Jahr 2017. Wird es dieses Jahr noch mehr Drama geben? Und der Himmel ist heute grau und wolkenverhangen. Eine effektive Reifenstrategie könnte im Verlauf des Rennens Gold wert sein. Machen wir hier uns in jetzt der Kurve bereit für die Nico Action Hülkenberg beim großen schon dreimal Preis weggehauen. Aserbaidschan. Wie gut, dass ich das deutsche Gesappel da nicht hören muss. Ich finde den deutschen Sprecher fürchterlich. Ich fand den nur letztes Jahr schlimm. Also, ich weiß es nicht. Das ist auch so halb lieblos in der deutschen Version. Bei der englischen, da haben sie dann die von Sky genommen, den Croft und den Brundle oder den Davids. Ne? Die Deutsche. Die Deutschen haben so lieblosen. Ist das überhaupt ein echter Sprecher? Oder ist unemotionsloser. Das ja, so wie ein deutscher Kommentator, nun mal ist emotionslos. Oh, schau mal. Guck mal. Startposition 6. Hat das der Leclerc heißt, noch eine Strafe bekommen dann wahrscheinlich? Heißt der Leclerc doch runterversetzt worden fürs Rennen. Gasly auch? Die vom Leclerc? Nein, Gasly war vorher schon 10. Gekommen. War der nicht 11? Nee, Gasly war 10. Im Sprint. Okay, dann war es vielleicht eine 3-Plätze-Strafe. No. Was mir hier auch fehlt, was ich bei Motorsport Manager cool fand, nochmal so eine eingeblendete Startaufstellung. Ja. Oder einfach nachher so eine Startaufstellung, wo man nochmal sieht, okay, der Leclerc startet jetzt von der 9. Das fehlte mir schon beim Vorgänger, das fehlt hier absolut. Ja. Ergebnis Sprint. Und hier dann halt, aber dann sieht man halt trotzdem nicht, okay, wo ist Leclerc jetzt dann hin? Wenn er 3 Plätze hat, dann kommt er halt auf die 9. Aber, es aber hat das hätte vielleicht sind es auch 10 Sekunden.
Ja, das geht sie nicht aus, oder 15? Keine Ahnung. Also das wäre schön, so eine kurze Startaufstellung, die einfach auch so reinfliegt als Textform, das reicht ja auch aus. Ja, das wäre nice, stimmt, ja. Das hat auch beim Vorgänger gefehlt. Da wird man in das Rennen geschmissen und jetzt der große Preis von Aserbaidschan und dann geht's los. Keine Startaufstellung, kein nix. Lieblos reingerotzt. Aber gut, das sehen wir doch beim nächsten Mal. Yeah. Ja. Hier steht schon wieder Startplatz 7. Bin irritiert. Klick mal auf Startposition, was da passiert. Kann man da was sehen? Nee. Versteckte Startaufstellung. Ach, schade. Das wäre cool. Hätten wir was gefunden. Ja. Na, passt, liebe Leute. Dann danke fürs Zuschauen. Danke an den Michi fürs Dabeisein. Immer gern. Und dann sehen wir uns im Rennen, zum Rennen in Aserbaidschan. Juhu. Keep racing und auf Wiederlorge und au revoir. Au revoir. Tschüss.